Emo sein bedeutet für mich emotional sein. Ich bin sonst den ganzen Tag nur traurig und auf der Suche nach dem Sinn, während andere lachen, sich animieren lassen und total gut drauf sind. Ich bin traurig und sitze meistens dort und ritze mich. Es gibt eine Messe namens Lebensfreude und da versuche ich heute mal mein Glück zu finden. Hallo Fans und Freunde. Herzlich willkommen zu SET-TV. Heute bin ich hier auf einer Messe, die nennt sich Lebensfreude. Und ich versuche einfach mal ein bisschen Lebensfreude zu finden. Vielleicht schaffe ich das ja. Wenn nicht, dann ritze ich mich weiter. Auf geht's. Ich bin eigentlich zum größten Teil immer fröhlich drauf, ja? Immer fröhlich drauf. Haben Sie da einen Geheimtipp für mich? Weil ich bin sehr emo, ich bin sehr traurig und ich möchte gern Lebensfreude haben. Wie wär's mal mit Lach-Yoga? Mit Lach-Yoga, können Sie das hier direkt? Also ich selber habe noch keinen Kurs gemacht, aber da ich selber sehr viel lache, ja. Würden Sie für mich mal lachen? Vielleicht inspiriert mich das? Ich versuch's mal. Ja. Das war sehr gut, ja. Tatsächlich. Ich werde einen Exorzismus aufrufen. Was machen Sie denn hier? Wir haben allerlei, um den Säurebasenhaushalt günstig zu beeinflussen. Das können Sie mir nicht so erklären. Ich bin nach der 5. Klasse, habe ich die Schule abgebrochen, um mich entschieden, auf der Straße zu leben. Da können Sie mir nicht mit Basen jetzt hier anfangen. Womit denn? Also wenn ich Basen kenne, dann sind die irgendwie von Breaking Bad aus dem Chemielabor, aber nicht so Basen. Natürliche Basen kenne ich nicht. Hey, ihr zwei, hallo. Ihr seid ja genauso schwarz angezogen wie ich. Würden Sie mich ganz kurz streicheln? Also vielleicht hier auf die Wange vielleicht so ein bisschen. Ja. Oder die Basis für einen Mittagsbrei oder nehmen wir den Frühstücksbrei. Das ist der Frühstücksbrei. Ich glaube, ein bisschen einfacher. Darf ich den mal ganz kurz in die Kamera halten? Gerne. Nebenbei. Ja. Guckt mal, Leute. Also das ist ja Frühstücksbrei. Wissen Sie was? Mein Frühstücksbrei, wenn ich mit meinen Jungs nachts saufen war, sieht dann genauso aus. Was hier gemacht wird, so ungefähr sieht das auch aus, wenn wir abends vom Bahnhof fliegen. Das heißt ja nicht nur, weil es schlecht aussieht, dass es nicht schmeckt. Es sieht ja nicht schlecht aus. Nein, also jetzt, wo Sie das helle Zeug drauf gemacht haben, fand ich es auch ganz schön tatsächlich. Schönheit entsteht im Auge des Betrachters. Wie würden Sie mich optisch einschätzen? Wunderschön. Sehr gut. Nochmal was Privates. Ich bin ja jetzt auch selber gerade nicht so gut drauf. Ich finde das sehr schön, was Sie gerade gesagt haben. Einfach, lassen wir das einfach mal beiseite. Haben Sie vielleicht Lust, heute Abend mit mir ein Kamasutra zu praktizieren? Nein, danke. Das ist so schön traurig, das gefällt mir ganz gut. Hier kann man sich darunter vorstellen, dass die Möglichkeit gegeben ist, seine Energiearbeit mit der Kraft der Bäume, des Holzes entsprechend zu unterstützen. Also sollte ich die Bäume lieber nicht abbrennen? Naja, kein Baum, kein Mensch. So einfach ist die Nummer. Ja, genau. Kesper, was hast du mir da für Mist erzählt? Ich höre jeden Tag deine Texte und ich höre deine Songs und ich werde immer so total aufbrausen, wenn ich dich höre. Dabei sind Bäume eigentlich total lieb. Stößchen? Stößchen. Das sind nochmal eine süße Maus, wirklich. Oh, danke schön. Na, was schmeckt das Gesicht? Aber das schmeckt ein bisschen so, wie Knete riecht. Okay. Sind das Tabletten? Nee, das ist Anti-Aging zum Trinken. Ach, Anti-Aging ist das? Genau, Anti-Aging zum Trinken sogar. Oh Gott, das macht mich jetzt fertig. Ich dachte, ihr wart meine letzte Hoffnung. Ich dachte, ihr habt hier so Tabletten. Ich wollte einfach mal aufhören, Schlaftabletten immer zu essen, weil die helfen bei mir nicht. Ich wollte einfach mal was richtig Hartes haben, damit ich mich nicht die ganze Zeit ritzen muss, sondern dass ich direkt gleich weg bin. Aber das habt ihr gar nicht. Nee, tut mir leid. Und morgen machen wir uns Frühstück am Bett, ne? Wir beide. Wir beide. Oh, ich alte Tante. Das wird knallen. Wunderbar. Ich glaube, ich schicke dann meine Tochter ins Rennen. Oder einfach beide. Oder einfach beide. So, auf geht's. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Darf ich auch mal an dir knabbern? Ja. Silke. Hallo, Silke. Hallo. Hallo Silke. Verstehe mich und ich verstehe dich. Oh ja? Oh. Ich bin ja ein bisschen trauriger drauf und ich bin ganz oft mich am Ritzen. Was würdest du mir da empfehlen? Ich empfehle gar nichts. Ich empfehle dir, beschäftige dich mit dir und dafür können wir ganz viele schöne Dinge tun. Würdest du dich auch mit mir beschäftigen und dann tun wir auch ganz viele schöne Dinge? Sehr gerne. Und hier, ist die? Ja. Bettina. Bettina. Und dich verstehe ich auch. Das glaube ich nicht. Und wir drei. Da bin ich mir sicher, dass du mich nicht verstehst. Doch.
Ich gehe mal in die Mitte. Ganz sicher. Wir drei süßen Mäuse. Also ich bleib wir drei süßen Mäuse lassen heute Abend noch richtig Gurken knallen, ne? Und dann verstehen wir uns mal ganz innig. Ach, Leute. Ich glaube, ich weiß, in welchem Muster er ist. Ich bin im ganz anderen Muster. Ich bin schon im Kamasutra. So, ich gehe jetzt weiter. Hoch. Ich bin so ein bisschen emo drauf. Ich bin immer ganz emo drauf. Die Leute haben Angst vor mir. Die heute Abend immer Jungs noch ein bisschen Party machen. Wir wollen so ein bisschen randalieren heute noch und dann, aber... Dann das sollen sie machen. Aber da bin ich gut drauf. Wenn ich bei Ihnen war und heute Abend noch randalieren möchte, bin ich voll im Fluss. Überhaupt nicht. Dann werden Sie nicht mehr randalieren wollen, weil dann sind Sie in Liebe. Und dann haben Sie ganz andere... Dann bin ich in love. Richtig. Und dann haben Sie andere Ziele und nicht randalieren. Dann besprenkle ich einfach alle mit meiner Liebe heute Abend. Der Druck steigt, Casper. Ich finde das Bild, was du gerade malst, das finde ich echt schön. Danke. Aber das ist mir viel zu fröhlich. Ich brauche was richtig Düsteres. Das ist der Rentnermodus. Der ist aber jetzt schon ziemlich hardcore. Ich mache Kunst mit Blut von anderen Menschen, aber da können wir ja gerne zusammen was ausleben. Ah, Blut, aber Blut ist doch eigentlich, also wenn man mit Blut malt, wie machst du es haltbar? Weil Blut geht ja eigentlich von der Farbintensität, wird ja im Laufe der Zeit immer heller. Es ist immer nur ein Gemälde, aber immer neue Opfer. Alles klar. Oh, Sie machen immer fester hier, ne? Da nimmt man... Ich glaube, da nimmt man nicht von ab, da wird man einfach nur geil von. Hallo. Ich sehe ja, Sie bieten hier Betten an. Ja. Haben Sie auch Betten mit Nägeln drin? Ich bin ja ein bisschen härter drauf und ich mag mehr Schmerzen. Haben Sie da sowas auch, wo man sich auf Nägel legen kann? Ja, ich könnte Sie ein bisschen pieksen sonst. Noch mehr. Ah. Ja, oh ja, das zieht in der Leiste. Ah. Jetzt twerk ich. Sehen Sie das? Gucken Sie mal, mein Booty. Mein Booty. Oh ja. Oh. Wissen Sie was? Ich glaube, ich bin jetzt gerade gekommen. Ja, wunderbar, freut mich. So, liebe Zuschauer, ich bin jetzt hier oben vor der Klanglounge. Da drinnen sind schon sektenartige Sounds. Das kenne ich eigentlich sonst nur von zu Hause, aber vielleicht findet man mit Sekten auch seine Lebensform. Hallo, wollen Sie da rein? Wir öffnen das jetzt beide zusammen. Okay. Sind Sie bereit? Ja. Schützenzirkel. Tatsächlich.